Damen und Herren. Dieser Ufer könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag. Gut. Ist auch natürlich gut, dass er uns direkt entgegenläuft. Damit erstmal herzlich willkommen zur nächsten Folge. Zu der Folge, wo man nun den finalen Typen aufdecken werden. Ich hoffe es. Da bist du. Nun denn, zeige mir den Weg. Weiß auch jetzt, wenn ich jetzt wieder loslaufe, dreht er sich um. Wo führst du uns hin? Spitzel. So. أقام دباغ متجرا في عكس اتجاه الريح منا. أوف! أحلى منك. Ich dachte kurz, er dreht sich um. إذا ضدنا باللصوص ذرعا وكانت معك الدخول Wie arrogant die Leute aber wegschubst. Ah, mein Schuh ist offen. Auch noch ein paar Münzen. Aha, von dem wirst du mich nicht sehen. Also vielleicht Bogenschützen. Irgendwas stimmt nicht. Ja, Shahid. Na komm, geh weiter. Du willst das. Unauffälliger man sich verhält, umso mehr, umso auffälliger es ist. Wo führst du mich hin? Ich warnte mich immer, du bist ein Erfolg. Wer hätte gedacht, dass ich frei mit reingehe?
درس الأسبوع المقبل. Hey, ja. Dann sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen. Brauchst du Schutz? Hast du schon mal übers Alter nachgedacht? Wenn wir bitte eure Dienste beantworten wollen. Meine Knie tun jetzt schon weh. Meine Augen sind auch in deine Finger bereit. Wir folgen deinem Befehl. Augenblick! Hans. Jetzt habe ich einen Hinweis zerstört. Oder besser gesagt, getötet und zerstört. Menschen sind nur eine Ressource. Mein einziges Verbrechen ist, dass ich arm bin. Verzeih mich, bitte. Auf den Straßen war heute wieder was los. Hilf mir! Ich ertrage das nicht länger! Blut. Das dauert nicht lang! Hörst du! Nein! Der Schlüssel. Wenn ich gerade noch irgendeinen Schlüssel dabei gehabt. Messer. Ganz oben müsste ich irgendwie bekommen. Ich bin gerade der Weg, den ich gegangen bin. Ah, hier. Hier weit oben sind noch welche. Okay, ich dachte gerade kurz, da steht jemand. Die Ausrüstungsstände machen einen Wirr. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte.
Gut, sein Wüste, tobt wie das Meer, ich versüße deine Stürme. Das kennen wir schon. Meer, Wüste, Kobra, Taube. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Brief der Tahirian. Werter Vetter, deiner Bitte. Entsprechend würde alle Vereinbarungen mit Almut aufgehoben. Unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Die Tahirian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge. Und die Verborgenen. Nicht blöd, wenn sie wissen, wo sie sind. Verzicht des Abu Abdallah. Mit schwerem Herzen kündige ich Abu Abdallah, dass ich dem atemierten Kalifen die Treue schwöre und zu seinen Lebenszeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 1. Schawal. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von, auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif al-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Lässt ein Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter! Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen! Die Nachwelt kann mich dafür hängen! Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern! Und an Feigheit! Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Und so endet der Tag doch damit, dass ich von der Schorta fliehe. Hey, Statthalter! Los, mach doch das Quatsch schnell auf. Was war das? Hey, stirb! Ich hab maximale Stufe. Gehen. Ordensmitglied oder nicht, Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. So. Roshan, nun muss ich Roshan mitteilen, dass ich was herausgefunden habe, um mir die Feder zu holen.
Ja, bin ich auch noch nicht fertig, oder? Doch. Vier Fähigkeitspunkte. Wirkungsradius. Wo hat die denn da hinten rum? Sprungattacke. Sprungattacke. Warte, ich hab nicht gesprungen. Jetzt Sprungattacke. Sprungattacke. Stimmt. Werden ja gesucht. Dann muss ich mal ein Deckungsradio vorne machen. Bin ich, dass mich jeder beim sofortigen Sichtkontakt erkennt. I am in danger. Schlecht getroffen. So, weg damit. Das gibt's gar nicht mehr, diesen Rückwärtssprung sehe ich gerade. Marci. Hast du deinen drei Verdächtigen nachgespürt? Wenn nicht, ist deine Arbeit noch nicht getan. Du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja. Im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir alle Mut. Gib mir die Federmeisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkeln zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Schergen. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was war ein Eisklotz? Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. Das wird eine geile Zusammenfassung wahrscheinlich. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen, hast El Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast.
Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Töte Kabir. Der Kopf des Orden der Ältesten, Kabir, ist aus ihren Gemächern in Harem geflohen und hält sich im Kalifenpalast versteckt. Das Gemälde ist vermutlich, das Gelände ist vermutlich gut bewacht, wenn man bedenkt, wie der letzte Kalif zu Tode gekommen ist. Es kann jedoch sein, dass es dort ein paar handverlesene Vertraute gibt, die von Quell in ihren Geheimnissen eingeweiht wurde. Stoßt mich gerade ein bisschen hoch. Unser letzter Attentat, Leute. Im Dienst des Lichtes. Meister. Ich will mir jetzt mal den Anhänger sehen. Ah, oh, das sieht so geil aus. Ali scheint nun doch den Palast anzugreifen. Seine Aufständischen könnten die Wachen ablenken. Du, Herr Wagner, willst du uns durch diese Tore helfen? Wir sind von innen verriegelt. Ihr scheint mir kampfeslustig, Brüder. Ich werde mein Möglichstes tun. Niemand ist vor einem Assassinen sicher. Wir haben doch gleich die erste Gelegenheit, machen den die Tür auf. Warum nicht? Ich muss schnell und leise sein. Kabir wird aufpassen. Ich würde aber sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen.